Zu dem Begriff gehört ja zum einen die Frage der Herde, also wie viel Prozent der Bevölkerung müssten denn durchseucht werden, kein schönes Wort, aber so ist es nun mal, wenn man die Pandemie ausbremsen will. Gibt es da Erkenntnisse, neue Erkenntnisse zu so einem Grenzwert überhaupt? 60-70% hatten wir im Frühjahr gelernt. Genau, das hat sich auch nicht geändert. Man geht immer noch von 60-70% aus. Und Herdenimmunität an sich bezeichnet ja eine indirekte Form des Schutzes vor einer ansteckenden Erkrankung dadurch, dass ein hoher Prozentsatz, nämlich diese 60-70%, in einer Population bereits immun sind. Und das kann geschehen durch Infektion oder durch eine Impfung. Eigentlich gehen die Fachleute davon aus, dass wir das bei dieser Erkrankung nur durch eine Impfung erreichen können. Und wenn man mal zurückblickt, auch wieder aufs Frühjahr, dann war ja Boris Johnson einer, der für Großbritannien anfänglich dafür war, für eine Durchseuchung. Er hat sich aber dann auch relativ schnell davon abbringen lassen, nachdem er sich von der Wissenschaft hat beraten lassen. Und auch die WHO spricht sich ja ganz klar dagegen aus. Und das liegt so ein bisschen auch daran, dass wir einfach viel zu wenig über die Immunität wissen. Und vielleicht kann man in dem Zusammenhang einmal noch erwähnen, dass die Columbia University in den USA, die hat am 21. Oktober veröffentlicht einen Bericht, dass in den USA haben die errechnet, dass zwischen 130.000 und 210.000 Todesfälle vermeidbar gewesen wären, haben das verglichen mit 6 anderen Ländern, die auch ein höheres Einkommen hatten, unter anderem auch mit Deutschland, Australien, Kanada, Frankreich und ich glaube Japan. Und wenn man das jetzt mal mit unserem Land Deutschland vergleicht, sind ja im Vergleich die Amerikaner vielleicht etwas mehr übergewichtigt, was ein Risikofaktor ist, aber die Deutschen sind im Schnitt sogar älter als die Amerikaner, sodass man das vielleicht ganz gut vergleichen kann. Trotzdem sind die Todeszahlen in den USA deutlich höher als in Deutschland und die sagen, dass das liegt an eigentlich 3 Punkten, also am Missmanagement der Politik. Das eine ist, dass es keine Strategie für Testung und Kontaktnachverfolgung gab, dass es sehr wenig Testkapazitäten am Anfang gab, also dass sich das Virus unerkannt verbreiten konnte in der Bevölkerung. Und das spricht ja auch wieder dagegen, diese Herdenimmunität. Also wir müssen die Kontrolle behalten über die Infektionen und deren Verlauf, um die Todesfälle niedrig zu halten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der ja auch immer wieder kommt in dieser Diskussion. Dann der zweite Punkt, den die gesehen haben, ist, dass es in den USA keine koordinierte Datensammlung und kein Abgleich zwischen den Bundesstaaten gab. Das ist hier in Deutschland auch deutlich besser mit dem RKI und den zuständigen Gesundheitsämtern, aber auch den Ministerien gibt es immer enge Abtausche. Und ich denke, das ist sehr transparent für jeden Bürger auch nachzuvollziehen. Und ein weiterer Kritikpunkt oder Problempunkt in den USA, den die Forscher da gesehen haben, war, dass die Politiker nicht diese nicht pharmazeutischen Interventionen berücksichtigt haben, also Abstand halten, Maske tragen, Hygiene, Lüften. Das wurde da ja einfach ganz lange ignoriert und nicht umgesetzt. Und diese verzögerte Reaktion auf Infektionen, indem man nicht testet, indem man sie ignoriert, indem man keine Maske trägt, das spekulieren die, dass das dazu führt, dass es zu mehr Todesfällen kam. Und die sagen, wenn man das in großen Metropolen nur 1 bis 2 Wochen früher gemacht hätte, dass man wahrscheinlich fast die Hälfte oder ungefähr die Hälfte der Todesfälle hätten vermeiden können. Und das zeigt, wie eng diese einzelnen Maßnahmen auch ineinander greifen und dass man halt nicht einfach sagen kann, ach, wir können in der Normalbevölkerung mehr Infektionen zulassen. Und das ist gar nicht schlimm. Also das ist schlimm, weil man dann die Kontrolle, so wie das in den USA erfolgt war, verliert über das Infektionsgeschehen.